ist richtig eng, mit wenigen ihn oder ihn. Hüte dich von den Kiesbetten. Das ist Carter. Dieser Typ hat einen schlechten Ruf. Behalt ihn im Auge. Fällt meiner Kostüm wieder Entscheidung auf wieder den Mercedes. Der Red Bull Ring liegt auf einer großen Anhöhe. Sei voll konzentriert beim Anbremsen. Einen schlechten Ruf. Das heißt, er sei schlecht. Mal zeigen, was gut ist, ne? Na, wer bereits verliert, ne? Noch drei Runden. Jetzt kämpf um Platz 1. Eieiei, was ist das denn für ein Fall? Aber kurze Rennen, kurze Stücken. Das ich bin diese, ich spiele diese Rango, Alter. Okay, Diesel, das ist die Führung. Ja, jetzt komm schon verteidige sie. Nur der Grane schafft das dann, wieder ein bisschen Abstand zu nehmen. Du liegst auf Platz 1, nur noch diese Runde. Halte deine Führung, der Zweitplatzierte lauert auf seine Chance. Besonders in dieser Folge und in der nächsten. Ja. Noch auf Platz 1. Das glaube ich ihm. Würde ich, wie knapp ich ihn überhole. Spitzenreiter in diesem Event. Verteidige deine Führung. So knapp, ich sehe den schon. Der Punkt ist eigentlich in mir. Ey. Das war knapp. Sehr, sehr knapp. Das ist Lorenzo Vela. Er kämpft auch gern mal unfair. Sei auf der Hut. Wirklich knapp. Mache ich zurück. Spiele ich auch gern Boxen mit dem Auto. Das hatte ich Zeit.
So wollten wir das Ganze nicht angehen. Keine Kontrolle mehr. Du hast dein Ziel erfüllt. Gut so. Acker und weg ist deine Kamera, sind abgehoben. Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Damit bist du in den Top 3. Vier Leute noch vorne. Du hast eine neue Bestzeit aufgestellt. Auf Platz 1. Nur noch diese Runde. Schick, schick, so weit. Und da haben wir den auch noch eine Scheibe. Was für ein Rennen! Du hast nicht nur den Sieg geholt, sondern auch ein Ziel erfüllt. Ich habe nie an dir gezweifelt. Tolles Rennen. Das wird eine... Jetzt haben wir den Sieg aber sicher. Die Reaktion auf die BSR hier. Ziele erfüllt hört sich immer gut an. Jetzt müssen wir nur noch den Saisonchampion ermitteln. Zeigen wir den Fans hier in Europa, dass sie sich zu Recht für uns begeistern. Ja, schicke Anzahl an Freunde. Aber wir können auch die BSR hier fahren. In diesem Event musst du dich ganz auf dein spontanes Urteil verlassen. Die Route wird sich ständig ändern, also kommt es vor allem auf dein Timing und auf deine Auffassungsgabe an. Komm, jetzt fahre ich aber mit dem Kleinen. Immer neu zu. Der erste Fahrer ist ausgeschieden.
ist aus dem Rennen. Ausscheidungsrennen und veränderte Strecke. Also nochmal harte Bedingungen. Das ist nicht mehr freundlich, Leute. Von der Seite kommt er mir blöd. Alter, nein. Was ist das denn für eine Ping-Pong-Schlacht hier, Leute? Noch ein Fahrer ist ausgeschieden. Fall nicht zurück. So kann man aber das Ganze hier nicht beenden. Egal, was man macht. Die Karre von dem ist 10-mal härter? Jetzt haben wir es geschafft. Und in den Kick gegeben. Deswegen kommt er eigentlich so schnell. Also von der Leistung her ist die Karre, die ich fahre, schneller. Fahrer im Rennen. Zeig's ihn. Ich kann 50 Fahrer hier mitgefahren, die darauf liegen. Wenn du noch einen hinter dir lässt, sind dir die Top 3 sicher. Noch bin ich ernst da. Eine Top-3-Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf Sieg. Schaffen wir. Nur noch ein Gegner ist übrig. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg. Noch bin ich ernster. Du bist in einer komfortablen Position. Gib weiter dein Bestes. Geschafft. Da es in Paris viele Geraden gibt, sind hohe Geschwindigkeiten am Kurvenausgang besonders.